Hallo liebe Toasties und willkommen zu unserer neuen Geschichte. Freut ihr euch schon auf Halloween? Wenn ja, schreibt es in den Kommentaren. Und bevor das Video anfängt, wollte ich euch eigentlich nur warnen, dass dieses Video sehr gruselig sein wird. Ein Monat später an der neuen Schule. Oh nein, nicht schon wieder. Ich muss in die Schule gehen. Okay, jetzt meine Brille auf. Jetzt kann ich endlich wieder sehen. Und den Rucksack muss ich auch noch packen. Fangen wir an mit meinem Schulbuch. Heute haben wir Mathematik. Dafür brauchen wir das Maßstab und einen Stift und eine Schere. Perfekt, das sollte auch schon alles sein. Ich hoffe so sehr, dass man mich heute nicht mobbt und mich Brillenschlange nennt. Hallo Bianca, Tyler und Lukas. Wer war das? Ich war das nicht. Igitt, Leute, die Brillenschlange hat mir ins Gesicht gefurzt. Boah, das stinkt. Mein Name ist Clara und ich habe niemandem ins Gesicht gefurzt. Er ist Clara, ich kenne nur die Brillenschlange. Boah, kommt sie einfach rein und furzt dem Tyler ins Gesicht. Oh Mann, ich hoffe, eines Tages kann ich auch mit den coolen Kindern abhängen. Oh nein, was haben sie schon wieder auf die Tafel geschrieben? Was soll das heißen? Schlange mit Brille? Meinen sie damit Harry Potter? Oder meinen sie damit, ach, ich mach das weg, sonst regt sich der Lehrer doch nur auf. Boah, Tyler, pass auf, sonst furzt dir das Opfer wieder ins Gesicht. Ich habe niemandem ins Gesicht gefurzt. Furz mir noch einmal ins Gesicht und ich schlag dir die Zähne raus, hast mich gehört. Boah, Tyler, dem Opfer hast du es aber richtig gezeigt. Boah, Tyler, du bist so nice. Natürlich. Ist ja auch unser Anführer. Tyler, schau mal, was haben wir denn hier? Wem gehört denn der Rucksack? Das ist mein Rucksack. Bitte gib ihn wieder her. Nein, das ist jetzt mein Rucksack. Schauen wir mal, was drin ist. Boah, das ist ein Hello Kitty Stift. Den wollte ich schon immer haben. Brillenschlange, du hast sicher nichts dagegen, wenn das jetzt mein neuer Stift wird. Oder? Nein, behalte ihn ruhig. Dankeschön, wusste ich doch. Ja, hallo Kinder, ich wollte nur sagen, dass die Schule heute früher aus ist und ihr ein verlängertes Wochenende habt, wegen Halloween oder wie ihr Jugendlichen das immer nennt. Boah, die Alte kann nicht mal Halloween richtig aussprechen, aber Leute, ich habe einen Plan. Wir werden die Brillenschlange voll verarschen an Halloween. Hat man gerade über mich geredet? Nein, sie respektieren mich als Lehrer. Ich werde euch von meinem Plan später erzählen, also spielt einfach mit. Clara, sollen wir Halloween nicht gemeinsam verbringen? Ich mit euch Halloween? Ja, natürlich, wir wollen dich mehr kennenlernen. Und wir wollen mit dir befreundet sein, weil du so cool bist, nicht? Ich meine, obwohl du uns heute in der Früh angefurzt hast, sind wir willig, mit jemandem wie dir befreundet zu sein. Ja, genau. Ja, komm doch mit, Brillenschlange. Sorry, ich meine Habibi. Das wird so toll, dann können wir beste Freunde sein. Wirklich? Das war schon immer ein großer Traum von mir. Clara, ich dachte, wir gehen gemeinsam an Halloween. Ich habe sogar unser Halloween-Kostüm fertig genäht und es hat mich ein Jahr gedauert. Wir wollten sogar ein Halloween-Make-up von der Paula Wolf nehmen. Hast du das etwa vergessen? Ich dachte, wir sind Freunde. Sag mal, Charlie, bist du wirklich meine Freundin oder bist du einfach nur neidisch, dass sie mich gefragt haben, dass ich mit denen abhänge und nicht dich? Wärst du eine wahre Freundin, dann würdest du dich für mich freuen, dass die Cool Kids der Schule endlich mit mir befreundet sein wollen. Aber sie waren doch immer gemein zu dir. Charlie, da spricht der Neid aus dir. Ich erkenne dich gar nicht mehr wieder. Ich erkenne dich auch nicht mehr. Wow, Clara, der hast du es aber gezeigt. Ja, voll. Sie ist immer voll anhänglich. ja, also wir sehen uns später im Clubraum. Bis später, Clara. Oh, wow, Toasties, habt ihr das gesehen? Die beliebtesten Schüler an meiner Schule wollen mit mir befreundet sein. Bitte schreibt in den Kommentaren, ob ihr auch mit denen befreundet sein wollt, weil sie so beliebt sind. Okay, ich muss los, Leute, tschüss. Denkt ihr, sie hat es uns abgekauft, Leute? Sie ist so ein Allmann, natürlich hat sie es uns abgekauft. Natürlich, die Alte ist so cringe gewesen. Boah, ich muss den Stift weghauen, der ist ja so kindisch. Komm, lass uns jetzt den Plan besprechen gehen. Ja. Yes. Also Jungs, setzen wir uns hin. Mein Plan ist es, dass wir uns heute um 3 Uhr in der Nacht rausschleichen. Ich meine, es ist ja Halloween. Unsere Eltern wird es sicher nicht stören. Und wir werden uns hinter der Schule beim Geisterhaus treffen. Wisst ihr, welches ich meine? Bro,
Ist das nicht die Geschichte von dem Mädchen, was vor 50 Jahren gestorben ist in diesem Haus? Ja, Mann, das habe ich auch gehört, Digga. Und das Schlimme war, ich habe gehört, es waren ihre Schulkameraden. Ja, genau, aber das sind doch nur Kindergeschichten. Das ist doch nicht echt. Boah, wenn wir da hingehen, dann haben wir echt Swag. Ich habe ein bisschen Gänsehaut, muss ich sagen. Aber stell dir nur Claras Gesicht vor, wie sie sich in die Hosen macht. Dann können wir ein Foto machen und das überall auf Facebook und Instagram veröffentlichen. Ich werde noch meine zwei anderen Freunde fragen. Die werden sich dann verkleiden und Clara erschrecken. Ich schwöre, Bruder, nach diesem Abend wird sie einfach nur noch weinen und nach ihrer Mutter rufen. Mama, 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 das, stellt euch das einfach nur vor. Oh, die Idee ist ja viel zu wild. Boah, Schwester Slay, krasse Idee. Vielleicht sollten wir sie warnen und ihr sagen, dass sie Windeln anziehen soll, weil sie sich 100%ig anpinkeln wird, weil sie Angst hat. Boah, ey, wir müssen einen YouTube-Kanal hochladen. Wir werden so viele Follower bekommen. Wir werden uns ein Tocker Wurst nennen. Krasse Idee, oder? Ich wusste doch, dass sie Clara nur ausnutzen wollten. Ich muss schnell zu ihr nach Hause und sie warnen gehen. Hallo Leute, da bin ich auch schon. Also, was ist der Plan? Ich bin froh, dass du gefragt hast. Also, der Plan ist, wir werden uns hinter der Schule beim Geisterhaus treffen. Heute Nacht. Und dann werden wir nach dem Mädchen suchen. Nach dem Mädchen, das umgebracht worden ist? Brate. Nein, nach dem Mädchen, das sich einen Döner geholt hat. Natürlich nach dem Mädchen, das gestorben ist. Wer sonst? Oh, du bist so dumm. Ist schon irgendwie gruselig. Findet ihr nicht auch? Boah, Clara, bist du ein Baby oder was? Hast du Angst? Ja, du Angsthase, Angsthase, Angsthase. Lalalalala. Nein, natürlich habe ich keine Angst. Ich wollte nur schon sicher gehen, dass ihr keine Angst habt. Na dann ist gut. Ich habe mir schon Sorgen gemacht, dass unsere neue beste Freundin ein Angsthase ist. Aber da hatten wir noch mal Glück. Also, um 3 Uhr nach Mitternacht werden wir uns aus dem Haus schleichen und uns beim Geisterhaus treffen. Um 3 Uhr nach Mitternacht? So spät? Wieso so spät? Boah, Digga, das weiß doch jeder. 3 Uhr ist die Geisterstunde. Nur dann können wir Kontakt mit ihr aufnehmen. Ah, ja, genau. Das habe ich voll vergessen. Okay, passt dann um 3 Uhr nach Mitternacht. Im verlassenen Haus. Bis dann. Habt ihr ihr Gesicht gesehen? Zum Glück habe ich das mit meiner GoPro aufgenommen. Sie wäre jetzt schon fast in Ohnmacht gefallen. Ich freue mich auf heute Abend. Ohne geile Idee. Ich gebe ihr 3 Minuten. Ich gebe ihr 1 Minute, bis sie nach ihrer Mama ruft. Also komm, wir müssen gehen und uns vorbereiten. Ja, gute Idee, Bro. Hallo Mama, hallo Papa, ich bin wieder daheim von der Schule. Steh nicht so blöd rum, setz dich her. Ja, setz dich her, wir haben gerade Mittagessen. Oh, lecker, was gibt es denn? Burger, lecker. Ja, hab ich gemacht. Aber da steht McDonald's. Sei still und iss einfach deinen Burger, du undankbares Kind. Steak. Ja, okay, das ist echt lecker. Dankeschön, Mama, dass du es gekocht hast. Ich gehe wieder in mein Zimmer. Tschüss. So, Clara war heute schon ein bisschen komisch. Ja, aber das ist die Pubertät, Schatz. Du weißt ja, wie Kinder sind. So, gegessen habe ich jetzt auch schon. Wir haben erst 3 Uhr, Leute. Wie sollte ich da wach bleiben? Oh, vielleicht, ja, ich habe eine tolle Idee. Ich werde einfach lesen und hoffentlich wird die Zeit ganz schnell vergehen, bis es Abend ist. Und dann werde ich mich aus dem Haus schleichen gegen 2 Uhr in der Früh. Dann habe ich 1 Stunde Zeit. Ich habe schon ein bisschen Angst, muss ich sagen, dass mir meine Eltern auf die Schliche kommen. Boah, das Buch ist so interessant. Wie viel Uhr haben wir schon? Schon 2 Uhr? Die Zeit ist gekommen, Leute. Ich bin so aufgeregt. Ich hoffe, meine Eltern schlafen schon. Okay, ich werde jetzt noch schnell alle Lichter ausschalten und von nun an werde ich flüstern, weil ich will nicht meine Eltern aufwecken. Ich hoffe, sie schlafen schon. Warte mal, von wo kommt das Geräusch her? Oh nein, sie haben den Fernseher angelassen. Ich glaube, sie sind am Schlafen. Warte, ich gebe mal die Sonnenbrille weg von meiner Mama. Ah, okay, zum Glück, sie schläft wirklich noch. Aber bevor ich gehe, ich werde noch kurz die Kerzen ausmachen, weil das könnte sehr, sehr gefährlich werden. Dann das Licht und dann der Fernseher. Warte mal, wieso ist der Fernseher wieder ein? Oh Gott, ich habe Angst, Leute. Wieso schaltet sich alles wieder ein?
Oh nein. Irgendwie habe ich Angst. Warte, ich mach's noch einmal aus. Liegt es daran, dass die Geisterstunde wirklich bald anfängt? Okay, ich habe alles ausgeschalten. Jetzt sollte es klappen. Oh, ich habe Gänsehaut an meinem ganzen Körper. Nein, die Kerzen. Alles hat sich wieder eingeschaltet. Oh, ich halte das nicht aus. Ich weiß nicht, es ist sicher ein elektrischer Fehler. Ich muss weg von hier. Sonst bin ich eh schon zu spät. Entschuldigung, Mama und Papa, habt ihr an Geister? Weil das war echt gruselig. Oh, und jetzt zum Geisterhaus. Hallo Toasties, ich hoffe, euch gefällt die Geschichte bis jetzt. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass ich es bereuen werde, das Haus verlassen zu haben. Aber mehr dazu später in Part 2. Okay, nun will ich aber meine Superfans grüßen. Ganz, ganz liebe Grüße an die superliebe Emilia. Dankeschön, dass du unter jedem unserer Videos einen lieben Kommentar geschrieben hast. Und ganz liebe Grüße an Anna-Maria und an deine Geschwister. Hoffe, euch allen geht es gut. Und Sarah, natürlich wirst du auch gegrüßt. Dankeschön für deine lieben Worte. Und it's Nadia, dankeschön. Fühlt euch alle umarmt. Also Leute, ich muss jetzt losgehen. Wir sehen uns in Part 2 wieder. Tschüss. Wow, ihr seid ja immer noch da. Danke, dass ihr euch das Video bis zum Schluss angeschaut habt. Und falls ihr in Zukunft keine Videos mehr verpassen wollt, dann vergesst nicht, uns einen Daumen hoch zu geben, ein Subscribe und die Glocke zu aktivieren. Und großes Dankeschön an Sarah. Dankeschön, dass dir unsere Stories gefallen. Und danke fürs Abonnieren. Ganz liebe Grüße. Und man kann uns auch auf TikTok finden unter It's Toka Toast. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Tschüss.